weiterhin werden wir jetzt nochmal ansprechen. Wie kann ich dir helfen? Weil wir haben ja noch was anderes. Kannst du mir eine Rüstung anpassen? Sicher. Was hast du denn dabei? Diese Lederrüstung. Dafür musst du wohl noch etwas sparen. Na, ganz klasse. Auf Wiedersehen. 500 Dukaten brauche ich, damit er mir die anpasst. Hm. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal einiges verkaufen. Das Schöne ist, das Schwert packt er uns, macht er uns zu sonst, aber für die Lederrüstung will er Geld haben. Gut, wir werden erst einmal hier die ganzen Dinger verkaufen. Gut, das Schwert brauchen wir nicht mehr. So. Weiterhin. Die werden wir noch behalten. Dafür sollen wir ja diesen komischen... diese Mühle da betreten. Ja. Eine Laterne. Wir brauchen nur eine. Hallo? Öl. Sollte mit Vorsicht genossen werden. Bla bla. Vier imperiale Münzen. Alte Münzen. Ja gut. Was haben wir hier? Dieses Artefakt kann verkauft werden. Na gut. Wir haben 580 Dukaten. Achso, nochmal kurz ansprechen. Ich möchte handeln. Weil ich möchte ein bisschen Öl mitnehmen. So. Hier steht jemand. Eines Tages werde ich ein Held sein. Ich werde die Dinge verändern. Du wirst sehen. Der schmollt immer noch an der Wand. Macht nichts. So, die Lederrüstung werden wir uns jetzt mal anpassen lassen. Wie kann ich dir helfen? Kannst du mir eine Rüstung anpassen? Sicher. Was hast du denn dabei? Diese Lederrüstung. So, fertig. Hier, nimm. Auf Wiedersehen. Gehen. So, mal schauen, wie wir jetzt mit der Lederrüstung aussehen. Inventar. Hm, auch nett. Wir bekommen jetzt auf jeden Fall einiges an Schutz. Gegen Klingen, gegen Stumpf, gegen Stab, gegen Magie. Mit der Rüstung, ja doch. Lass sie auch nett angucken. So. Questtechnisch. Wie weit sind wir denn? Minenarbeit. Für Kupfererz, bla 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 bla. Die Kupferminen sind verlassen. Dorfbewohner. Ein Überlebender hat mich gebeten, eine neue Männer aufzutreiben. Gut, wir sollen Männer auftreiben für das Dorf. Hier haben wir noch die abgeschlossenen Quests. Die werde ich jetzt aber nicht vorlesen. So. Über Kräuter. Nützliche Informationen. Leckere Pilze finden sich in den Wäldern und verbessern die Gesundheit. Giftige Pilze sind trotzdem von Wert, wenn man nicht den Wert des Lebens schätzt, sondern die Kraft des Todes. Gut, wir schauen uns mal die Pilze an, die wir dabei haben. Juwel. Achso, den können wir verkaufen, den Juwel. Dann haben wir wieder Geld. Teufelsfuß. Sollte mit Vorsicht genossen werden. Schattenenergie 15 minus 15 Gesundheit. Öl ist klar. Das gibt Kraft. Das Ding gibt Gesundheit. Das Ding gibt auch Gesundheit. Das ist ein Familienerbstück. Und hier haben wir noch Fleisch. Gut, das heißt, die Juwele können wir auch erstmal verkaufen. Hallo. Ich möchte handeln. Juwele, da. Klar, können wir verkaufen, mal die. Somit haben wir wieder Geld. Ach, unsere Lebensenergie ist auch nicht gerade die frischeste. Das heißt, wir legen uns jetzt erstmal schlafen. Hier oben haben wir ja ein Bett in unserem alten Haus. So, ausruhen. Schön in den Lederklamotten. Ich würde sagen, wir reisen bei Dämmerung. Oder bei Morgendämmerung. Energie wiederhergestellt. So. Dann gehen wir mal runter. Kommt man da rüber? Ich glaube nicht, aber du kannst jetzt mal versuchen. Ne, hier ist Feierabend. Unsichtbare Wand. Trotzdem gehen wir jetzt mal runter. Um
ein wenig Training noch zu bekommen. Ja, da runter. Wir können ja nicht springen. Wollten wir hier nicht trainieren? Hat er nicht gesagt, wir sollen wiederkommen, wenn er... wenn wir unsere Fähigkeit trainieren wollen. Oder hat der auch einen Tag-Nacht-Rhythmus? Dann wäre das natürlich jetzt gerade ein bisschen doof. Wollen wir hier noch was mitnehmen? Hier liegt noch Brot rum. Hallo? Na gut. Kann man hier irgendwas in der Schatten sehen? Ich würde mal sagen, nein. Gut, oben am Platz waren wir. So, wo geht es jetzt hier weiter? Da geht es zum Ausgang. Gut, Kupfermine waren wir auch schon. Komm, oben, warte mal. Wartet doch mal. Wartet mal, wartet mal. Wartet mal. Da nicht, da. Da muss es irgendwo zur Kupfermine gehen. Wo wir noch nicht hingekommen sind. Da oben kann man irgendwie hinkommen. Aber durch die Tür kamen wir ja nicht durch, durch die eine. Nicht, dass ich wüsste. Ich habe auch nichts, womit man jetzt... Na gut. Ich würde sagen, wir ziehen erstmal weiter. Da oben ist ein Assassine. Jetzt haben wir die neue Kupferstelle. Ja, komm du mir mal hier hin. Ah, yeah. So, der ist Geschichte. Da vorne ist der nächste Assassin. Der ist auch Geschichte. Oh, da vorne erwarten uns zwei. Hey! Na komm. Beide erledigt. Und wie man sieht, geht unsere Schattenenergie wieder hoch. Das heißt, sollten wir sterben, können wir damit wieder reanimiert werden. Da unten sind unsere zwei Freunde. Aber bevor wir mit denen jetzt losziehen, nein, verkaufen möchte ich es gerade nicht. Die können wir leider noch nicht lernen. Da wollte ich mal gucken. Wir haben 9 Punkte. Ich möchte am liebsten trainieren, aber dazu müsste der, glaube ich, erstmal wach sein, ne? Wir gehen nochmal zurück zum Dorf und schauen uns um. Der müsste jetzt so langsam aber wach sein. Ne, hier bin ich falsch. Ich wollte zum Dorf. Da lang. Der war, glaube ich, unten. Was steht hier? Wegweise betrachten. Saint Pascal. Im Dorf mir liegt. Es wird langsam Tag. Man merkt, es wird heller. Aber er ist noch nicht da. Wo
Kann man hier was sehen? Nein. Kupfererz aufheben. Das ist gut. Haben wir gerade Kupfererz gefunden. Können wir nochmal zum Händler gehen? Haben wir hier noch was? Wir gehen nochmal mit aufs Haus. Da war ja noch eine verschlossene Truhe. Aber was ist das denn? Ah, Scarlett! Leicher. Willst du noch etwas üben? Ja, der ist gut. Bring mir Kampffertigkeiten genau. bei. Es ist nicht viel, aber es ist ein Anfang. So, es ist nicht viel, aber es ist ein Anfang, sagt er. Macht des Schwertes. Nächste Stufe. Fügt einen weiteren Sonderschlag an deine Kette von Attacken an dein Schwert. Ja, sieht jetzt schon mal gut an. Was haben wir da? Tierwissen. Ausnehmen von legten Tieren. Das ist sehr gut. Gut. Kann man das... wir können Stufe 2 davon lernen. Nehmen wir doch schon mal. Schwertparade. Nächste Stufe nimmt einen defensiven Stand ein, um Angriffe von Schwertern und Mondklingen abzuwehren. Nehmen wir mal. Gut. Gut. Wir müssen uns entscheiden, ob wir die Punkte lieber in Schwertkampf einsetzen oder in anderen Kram. Gut, lernen können wir bei ihm gerade nicht. Also können wir sie nur hier da einsetzen. Alle Stufen gemeistert. Gut, mehr können wir gerade sowieso nicht lernen. Macht also nichts. Bleiben wir dabei. Wir haben einmal Macht des Schwertes gelernt. Und Schwertparade. Gut. Inventar. Das heißt, wir können jetzt... Wo ist der jetzt schon wieder? Die Parade. Schwertparade. Das ändern wir hier drauf. Dafür nehmen wir... Das war doch eine aktive Fähigkeit, ne? Ja. Dafür nehmen wir das hier in 8 rein. Haben wir hier noch irgendwo was? Nein, hier waren wir ja durch. Jetzt haben wir erstmal alles gelernt und wir können jetzt Richtung Venedig ziehen. So, das heißt, wir sollten was anderes noch verteilen. Bevor wir jetzt also mit den Macht gehen, heißt, wir erhöhen mal ein bisschen unsere Gesundheit, dass wir ein bisschen mehr aushalten. Und die Stärke erhöhen wir auch. Aber zurzeit sind wir hier auf Schwertkampf aus. Wir haben noch keine mentalen Angriffsfertigkeiten. Ich bin eigentlich mehr so der Fernkämpfer. Deswegen hoffe ich, dass wir bald mentale Angriffsfertigkeiten kriegen. Um halt ein wenig in den Fernkampf gehen zu können. So. Das sieht interessant aus. Können wir aber nicht gebrauchen. Gut, oder nicht aufnehmen. Da unten sind unsere beiden Freunde. Passt nach Venedig. Hey, da bist du ja. Ansprechen. Wir kommen nicht weiter. Es ist unmöglich. Mit unseren Waffen können wir die Kreaturen in der Höhle nicht verletzen. Wenn du keine Asse mehr im Ärmel hast, werden wir Venedig niemals erreichen. Wir haben hier zwei Wege. Einer geht links, einer geht rechts. Wo geht's rechts lang? Das gucken wir uns erstmal an. So, hier bekommen wir eine falsche Waffe aus. Na ganz besser. Na gut. Leer. Gut, hier geht's nirgendwo hin. Da hinten liegt wohl Venedig. Na gut. Bleibt uns nur ein Weg. Wir gehen da lang. Na, da kommt wahrscheinlich gleich der nächste, der tot umfällt, entgegen. Nein, geh da bloß nicht rein. Sie haben Rupert, den Torwächter, getötet. Er war mein Vetter. Da drin sind grauenhafte Kreaturen. Dämonen.
Niemand kann ihnen etwas zuleide tun. Nur eine Klinge aus den alten Mythen könnte ihnen Schaden zufügen. Das Tor zur Küste war abgeschlossen, als er starb. Wer auch immer nach Venedig reisen will, muss erst an diesen Biestern vorbei. Aber ohne den Schlüssel zum Tor? Oh, der arme Rupert. Er trug eine Halskette, ein sehr altes Familienerbstück. Oh, meine Trauer wäre leichter zu ertragen, wenn ich die Kette in den Händen hielte. Doch niemals werde ich mich dort hineinwagen. Der ist also eine Kette wichtiger als Mensch, na ganz klasse. Gut, dann werden wir da jetzt mal reinreisen. Ah, hier geht's weiter. Inventar. Ich glaube, IL war Licht, aber ist egal. Na gut, machen wir so. Haben wir ein wenig Licht. Wir sollten nicht ohne Klinge losziehen. Nette Kreatur. Scheint so ein bisschen Hunger zu haben. Lektor heißt er. So, mehrere. Ach du Scheiße. Ich hänge hier irgendwie gerade fest. Ich bin hier gerade nicht weggekommen, das gibt's doch gar nicht. Aber nett. Kurz mal was. Die Leiste setzen. Aber ich muss weiterarbeiten. Gut, du hast solange sie erledigt. Ich nicht. Ihr seid schon da? Verdammt, solche Kreaturen habe ich noch nie gesehen. Egal, jetzt wo sie weg sind, können wir weitergehen. Aber die Tür da drüben scheint verschlossen zu sein. Vielleicht hat der tote Kerl da hinten den Schlüssel. Wenn nicht, schließen wir sie selbst auf. Na gut. Der tote Kerl da hinten. Inventar. Wir haben ja... Bring Robert die Helske zu. Ich habe Robert... Oder sie verkaufen. Ich bringe sie zurück. Das heißt, das erledigen wir mal kurz auf die Schnelle. Wo immer der Rupert jetzt auch ist. Notfalls haben wir noch die Reise des Falken. Da ist Rupert. Da steht er gleich vor der Tür. Sind die Teufel tot? Kasimir heißt er ja. Ja, und hier ist die Halskette deines Cousins. Oh, danke. Das wird die Trauer seiner Familie erleichtern. Kann ich die Lampe auch ausschalten? Ich war eigentlich der Meinung, in der Störung gesehen zu haben. Lampe. Links abrollen. Laterne benutzen. Ah, da habe ich umgelegt. Zurück. 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 Weiterspielen. So, Lampe ist aus. Sie lag mal auf L. Ich habe es auf die Maus gelegt. So, kann man sie wieder aktivieren. Kann man sie wieder deaktivieren. Jetzt geht das auch. So.
Gut. Dann können wir weiterziehen. Gut, die beiden überholen kann ich nicht. Ah, doch. Südbucht. Aber ich würde sagen, ab hier machen wir eine Aufnahmepause und wir spielen demnächst weiter. Das soll es also für jetzt erstmal reichen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß und sage Tschüss.